Künftig könnten Mensch und Natur unter extremen Sommertemperaturen leiden. Bis zum Jahr 2020 werden sich starke Hitzewellen in dieser Jahreszeit verdoppeln. Das hat ein Team vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung berechnet. In 80 Jahren rechnen die Forscher mit noch schlimmeren Szenarien. Während man heute an 5% der globalen Landflächen monatliche Hitzeextreme im Sommer beobachtet, sollen diese bis zum Ende des Jahrhunderts auf 85% ansteigen.